Grieskirchen – eine Stadt zum Leben. Das Gemeindegebiet von Grieskirchen umfasst rund 12 Quadratkilometer. Der Stadtkern liegt am nördlichen Ufer der Tratnach. Grieskirchen spielt als Zentrum von 34 Gemeinden des Bezirks eine bedeutende Rolle. Grieskirchen, Bezirksstadt und Einkaufszentrum des Landls, zählt rund 5000 Einwohner. Die wirtschaftliche Stärke und damit die Arbeitsplätze sichern eine weltweit bekannte Landmaschinen- und Fahrzeugindustrie, aber auch moderne Holzheiztechnik. Aus Agrarprodukten werden Mehl, Malz und das köstliche Grieskirchner Bier hergestellt. Metallkunst und hochwertiger Schmuck prägen ebenso die Stadt. Das Handwerk ist hier nicht nur vielseitig, sondern auch von hoher Qualität. Die Gastronomie zählt zweifellos zu den Aushängeschildern Grieskirchens. Zwei Haubenlokale, bürgerliche Gaststätten und viele Innenlokale bereichern hier das Angebot an echten Gaumenfreuden, Gemütlichkeit und Unterhaltung. Zu den größten Events des Jahres zählen die Landlwochen mit einer Reihe von kulturellen Leckerbissen, der 24-Stunden-Radmarathon und der traditionelle Pferdemarkt der Stadt Grieskirchen. Die Bezirkshauptstadt bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen die Stadtpfarrkirche mit dem neuen Kirchenplatz, der sogenannte Schwibbogen mit barockem Fresko am Stadtplatz und die Dreifaltigkeitssäule am Püringer Platz. Auch ein Abstecher zum romantisch gelegenen Schloss Tolet lohnt sich. Anstelle des heutigen Schlosses Parz stand schon vor 700 Jahren eine Wasserburg. Das Gebäude wurde um 1800 neu errichtet. Heute steht das Schloss Parz für Veranstaltungen zur Verfügung und bleibt als Hauptaustragungsort der Landesausstellung 2010 Renaissance und Reformation allen Gästen aus nah und fern in guter Erinnerung. Von Seiten der Gemeinde besteht reges Interesse an einer sinnvollen Nachnutzung des Schlosses. Der protestantisch orientierte Freskenzyklus an der Südfassade war 300 Jahre lang unter einer Putzschicht verborgen. Die Freilegung der größten zusammenhängenden Freskenwand nördlich der Alpen war eine europaweite Sensation. Der Renaissancegarten ist auch nach der Landesausstellung 10 Jahre lang öffentlich zugänglich. Das älteste Gebäude der Stadt Grieskirchen ist die dem heiligen Martin geweihte Stadtpfarrkirche. Das Gotteshaus am Gries ist sicher schon vor der Jahrtausendwende erbaut worden. Schon die Herren von Grieskirchen und Tegernbach führten einst die Kirche in ihrem Wappen. Und auch heute noch ist sie fester Bestandteil des Grieskirchener Stadtsymbols. Das Wirtschaftsleben in der Stadt war schon immer von großer Bedeutung und führte Grieskirchen zu seiner enormen Wirtschaftskraft mit Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie. Rührige einheimische Unternehmer haben mit ihren Mitarbeitern den internationalen Durchbruch geschafft und sind mit ihren Innovationen auch weltweite Botschafter von Grieskirchen geworden. Gleichzeitig sind sie wertvolle Arbeitgeber für die Region. Mit dem Technologiezentrum Titzlandl wird die regionale Entwicklung zusätzlich gestärkt. Grieskirchen ist auch Schulstadt und Zentrum von Behörden sowie sozialen Einrichtungen. Persönlichkeit und Freundlichkeit stehen in Grieskirchen im Vordergrund. Viele Fachgeschäfte aller Branchen in der neu gestalteten Stadt animieren zum erlebnisreichen Einkaufsbummel. Die tüchtigen Nahversorger runden eine breite Angebotspalette ab. Zu Recht gilt Grieskirchen als die Einkaufsstadt der Region. Restaurants, gemütliche Gasthäuser und Cafés mit schönen Gastgärten laden zu geselligen Stunden ein. Bei Fuß- und Radwanderungen zu den drei herrlichen Schlössern Parz, Schlüsselberg und Tolet kann man die reizvolle Landschaft mit allen Sinnen genießen. Unterschiedliche Gestaltungselemente schaffen eine familienfreundliche Atmosphäre. Für erholsame Stunden und angenehme Abkühlung an heißen Tagen steht das familienfreundliche Erholungsbad bereit. Grieskirchen bietet auch ein reichhaltiges Kulturangebot. Der Bogen spannt sich von Open-Air-Veranstaltungen über Blasmusikkonzerten bis hin zu Kammermusikabenden. In Grieskirchen ist immer was los.
Christkirchen liegt im starken Herzen Europas. Die wirtschaftliche Zukunft der Bezirkshauptstadt ist auf lange Zeit gesichert. Im Industrie- und Gewerbepark Striezing haben sich erfolgreiche Unternehmen niedergelassen. Sie nützen das voll aufgeschlossene Betriebsbaugebiet und produzieren hier innovative Produkte für Absatzmärkte in der ganzen Welt. Mit der Fusion des Klinikums Welskirchen ist eine nachhaltige Standortsicherung für eine medizinische Grundversorgung rund um die Uhr gelungen. Wichtige Stationen wie etwa Geburtenabteilung, Kinderpsychosomatik oder Akutgeriatrie geben ein Gefühl der Sicherheit. Mit dem Bezirksalten- und Pflegeheim sowie dem betreubaren Wohnen legt Christkirchen auch ein besonderes Augenmerk auf seine Einwohner höheren Alters. Die Aktivitäten der vielen Vereine setzen wichtige Impulse im kulturellen, sportlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben der Stadt Christkirchen. Sie sind auch Aushängeschilder, wie zahlreiche Titel und Pokale bei nationalen und internationalen Wettbewerben eindrucksvoll beweisen. Christkirchen ist Mittelpunkt einer historisch gewachsenen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gemeinschaft. Im neuen Zentrum 2010, welches im Vorfeld der Landesausstellung für die Schau Christkirchen persönlich errichtet wurde, finden die Pfarrbücherei und die Mutterberatung nachhaltig ein neues Zuhause. Die architektonische Meisterleistung erstreckt sich als wahres Schmuckkästchen über die Trattnach. Die Forcierung erneuerbarer Energien und energiesparender Bauweise ist für die Bezirkshauptstadt ein Gebot der Stunde und findet bereits im Stadtteil Parz, beim Altstoffsammelzentrum und beim Schulbau Berücksichtigung. Eine Anlage für Energiegewinnung aus Biomasse und Biogas versorgt mehrere Firmen und Wohngebäude mit umweltfreundlicher Wärme. Zukunftsweisende Projekte wie beispielsweise das E-Bike als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel für die Gäste der Landesausstellung halten in Christkirchen immer wieder Einzug. Auf einer 80.000 Quadratmeter großen Fläche im Nordosten der Stadt finden zwei Hauptschulen und eine polytechnische Schule sowie eine höhere technische Lehranstalt mit Fachrichtung EDV und Organisation Platz. Dazu kommen auch noch großzügig angelegte Sportanlagen. Daraus ergibt sich eines der größten Schulprojekte Österreichs der vergangenen Jahre. Mit dem Neubau untermauert Christkirchen eindrucksvoll seine Position als Schulstadt. Viel ist geschehen und auch in Zukunft stellt sich Christkirchen großen Herausforderungen. So werden derzeit Überlegungen bezüglich Neubau oder Renovierung der Volksschule angestrebt. Das Entwicklungsgebiet im alten Schulareal ist eine Großchance für Christkirchen. Studien für die Nachverwertung im Sinne einer Weiterentwicklung von Christkirchen sind im Gange. Der alte Standort des städtischen Kindergartens am Annaberg soll in naher Zukunft aufgelassen werden. In Form eines Gemeindekooperationsprojektes wird in unmittelbarer Nähe ein neuer und moderner Kindergarten mit inkludierter Krabbelstube entstehen. Mit diesen Ansätzen wird es gelingen, Christkirchen noch liebens- und lebenswerter zu machen, als es ohnehin schon ist. Christkirchen, eine Stadt zum Leben.